Tschüss Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Nein, stört gar nicht. Laurent Harich. Hallo liebe Leute, und ich habe hier ein Interview mit ein paar Leuten. Ich habe Leute gefunden und jetzt beginnt es. Haben Sie schlechte und gute Meinungen über die Masken? Also ich finde, dass es sehr wichtig ist, damit wir die anderen nicht anstecken können, und deshalb finde ich, dass wir auf uns alle aufpassen sollen. Also ich finde es auch sehr wichtig mit den Masken, vor allem Leute, die in der Risikogruppe sind, damit zu schützen, dass wir das gemeinsam so schaffen. Ich kann eigentlich den anderen Meinungen voll zustimmen. Ich bin auch voll für die Masken, weil es ist wichtig, dass wir uns in solchen Zeiten auch schützen. Ich kann mit meinen Vorrednerinnen nur anschließen. Ja, es stimmt, und vor allem vielleicht werden dann irgendwann so wenig Menschen infiziert, dass es sogar irgendwann wieder auf Null geht in Österreich, und dann braucht man sie nicht mehr. Zweite Frage. Wie viele Masken besitzen Sie und wie waschen Sie sie? Also ich glaube, ich habe 3 und ich wasche sie in der Waschmaschine. Also ich habe mehrere Masken, ich habe so eben diese medizinischen Masken und Baumwollmasken, und ich wasche sie eigentlich einmal ganz normal in der Waschmaschine. Also ich benutze eigentlich nur die medizinischen Masken, deswegen hole ich mir eigentlich immer neue und waschen tue ich sie nicht, weil ich sie immer wegwirf. Also ich benutze die Maske nur einmal, weil es sind ja Einwegmasken, und dann kaufen wir immer wieder neue. Ich habe auch, ich glaube, 2 Baumwollene daheim, und jetzt den medizinischen und die Baumwollenen wasche ich auch einfach, ja. Dritte Frage. Ja, dritte Frage. Stört es Ihnen, die Maske öfters länger zu tragen, weil... Also am Anfang schon ein bisschen, aber jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil ich mich mittlerweile drauf gewöhnt habe. Ich habe es am Anfang auch sehr ungewohnt gefunden, aber mit der Zeit, es geht eigentlich voll. Ich finde, die medizinischen sind für die längeren Fahrten oder wenn du sie länger brauchst, viel feiner, und die Baumwollen halt für andere Sachen. Ja genau, also ich finde die Maske ein bisschen umständlich, weil ich kriege darunter voll schlecht Luft, aber ja, es geht. Also ich bin heute 4 Stunden mit dem Zug gefahren und es war wirklich anstrengend und teilweise ist mir schlecht geworden, weil ich die ganze Zeit immer nur die Luft eingeatmet habe. Ja, es ist schon lästig, vor allem wenn es dann warm ist, dass man anfängt zu schwitzen unter der Maske. Aber ich denke mal, man vermeidet somit, dass man angesteckt wird, und deswegen schon sinnreich. Sinnvoll. Ups. Ja. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Ja, wir müssen schon leider gehen, also wir müssen uns leider verabschieden. Aber meine Mama. Ich grüße die NSV Tirol. Hallo liebe Leute, und ich habe heute ein Interview mit einem jungen Mensch, und jetzt beginne ich. Haben Sie Meinungen, gute und schlechte Meinungen über die Masken? Nein, ich finde das eh gut. Wenn alle Menschen Masken haben, dann können sie niemanden anstecken. Ja. Okay. Wie viele Masken haben Sie? Puh, ich denke so 2 Reserve zu Hause. Stört Ihnen die Maske, wenn Sie es ein bisschen länger haben, tragen? Ja, halt manchmal kann ich etwas schwieriger atmen, aber ja, ich kann kurz sie ausziehen, dann, ja, dann geht es eh, klar. Wollen Sie noch jemanden grüßen? Nein, eigentlich nicht. Okay, danke für das Interview. Ja, danke. Und tschüss. Und ist die Maske kratzig oder ist sie okay? Also kommt drauf an. Meine Mutter macht zum Beispiel eigene Masken aus Baumwolle, die sind bequemer. Aber die man bekommt von Spar oder so, die sind nicht so bequem. Also. Okay. Weißt du noch etwas von dem Coronavirus? Ja, also man sagt, dass es in China begonnen hat. Und dass es schon sich sehr weit verbreitet hat, auf der ganzen Welt.
und dass man erst jetzt noch ein Antidot sucht, dass es wieder besser wird. Ach, danke. Danke. Und das Interview ist fertig. Tschüss. Bis Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal auf Laurent Harich. Abonniert den Kanal und folgt uns auf Insta reim_180 und Nekis TV, Leute. TV auf YouTube und auf Instagram. Und heute werden wir ein paar welche Fragen beantworten von diesen Jungs und ein Mädchen. Ja. Und beginnen wir. Haben Sie gute und schlechte Meinungen für die Masken? Also, ich hasse eigentlich Masken zu tragen, weil man da keine Luft bekommt. Und eigentlich, ja. Für mich, es ist Pflicht, dass man das tragen darf, muss, weil es jetzt Covid-19 ist und wir das tragen müssen. Und ja, Leute, ich bekomme schlecht Luft und ja. Warte. Wäre ich doch nicht dran? Warst du nicht dran? Nein, ich mache die zweite. Also die war. Okay. Zweite Frage. Ja, zweite Frage. Zweite Frage. Wenn Sie die Maske zu lange tragen, stört es Ihnen? Also mich stört das, ja. Ich kratze mich dauernd und manchmal ist es auch für mich zu klein. Ich muss es auch genau in den Ohren reinstecken und wenn es manchmal zu groß ist, muss ich das aufwickeln und das stört mich. Also für mich ist es praktisch, das zu tragen. Also ja, ich stört safe, aber wenn man so lacht. Wenn man so lacht, dann sehen das halt die anderen nicht und ja, die stört einfach so. Man kriegt keine Luft und es ist Pflicht, so zu machen, hier und ja. Und ja, Leute, und bei der Nase nervt das auch, wenn man drückt hier. Manchmal ist es zu groß, da kommt drinnen Luft und manchmal müssen wir auch zudrücken, das stört uns, ja. Dritte Frage. Wie viele Masken besitzen Sie und wie waschen Sie sie? Also ich hatte schon eine Maske, aber ich wollte sie nicht haben, weil die mir zu klein war in Ohren. Die hat mir gestört und meine Ohren waren dann so. Ja, deshalb trage ich sie nicht mehr und besser ist es, wenn man sie kauft, weil sie sind neue und wer weiß halt, wer die Masken getragen hat. Entweder man macht sie Oma oder Opa. Und ich habe auch sehr viele Masken besitzt, auch andere blaue, medizinische und das stört manchmal bei den Ohren und ja. Muss man leider. Gesetz. Ja. Ist Gesetz. Danke für das wen grüßen die? Ich grüße Valentin, Kiki, Stefan und Sorica. Und ja, das sind halt meine Freunde. Beste Männer. Und ich grüße meinen Cousin Sefko. Also folgt ihn auf Insta Sefko_Alioski. Und ich, mein Bruder auch. Und mein Vater und meine Eltern, also meine Mutter und mein Vater. Ja, ich auch, meine Vater und meine Mutter. Danke für das Interview und tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss, danke für das Video. Danke. Bitte, bitte, bitte. Wir nicht vergessen und das Video. Hallo, liebe Leute. Und ich bin Satuna und ich mache ein Interview. Ich habe zwei junge Männer gefunden. Und jetzt beginnt's. Haben Sie schlechte und gute Meinungen für die Masken? Wie bitte? Haben Sie schlechte und gute Meinungen für die Masken?
Naja, es ist gut, dass man die anderen damit schützt und schlecht ist es, weil es nach der Zeit nervig ist. Okay. Zweite Frage. Wie viele Masken besitzen die und wie waschen die die? Puh, wie viele haben wir? 15 Stück. Ich habe zu Hause, glaube ich, 9. Aber gewaschen werden in der Waschmaschine. Danke. Dritte Frage. Also, ich kann du sagen. Okay. Das ist die dritte Frage. Ja. Hat die Maske Ihnen gestört, wenn Sie es zu lange getragen haben? Nein, wir tragen sie in der Arbeit meistens. Das sind 10 bis 12 Stunden, deswegen stören sie uns nicht mehr. Nein, stört gar nicht. Okay. Wollen Sie noch jemanden grüßen? Nee, leider nicht, aber ich empfehle euch, dass man sich euch anschaut und viel Erfolg noch, gell? Danke. Bleibt dran, bitte. Ja, Backshop. Ja, Backshop. Das ist der Döner. Der beste Döner in ganz Wien, den grüßen wir, Backshop. Okay. Danke euch. Danke, ciao. Bitte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Nicky Stefan, und das Video nicht zu liken. Danke. Und Leute, abonniert, vergiss auch nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, also Reim unterstrich. Und ja. Reim unterstrich TV und Peace. Peace. Hallo liebe Leute, und ich mache heute ein Interview mit einem jungen Fräulein. Wie finden Sie die schlechten und die guten Meinungen für die Masken? Ich habe die Frage nicht genau verstanden. Wie finden Sie das Gute und das, die guten und die schlechten Informationen, ja, für die Maske? Okay. Das Gute ist, es schützt uns alle. Und das Schlechte ist, dass wir halt nicht alle gescheit atmen können. Danke. Zweite Frage. Wie viele Masken besitzen Sie und wie waschen Sie die? Wie viele Masken ich besitze? Ja. Ich habe eine selbstgenähte Maske zu Hause und die Einwegmasken, die kriege ich von der Arbeit. Also habe ich sehr viele Masken um mich herum. Okay. Dritte Frage. Ja, die dritte Frage ist, wenn Sie Masken tragen, viel länger, stört das Ihnen, wenn Sie es viel länger tragen? Ja, auf jeden Fall. Ich arbeite auch mit Masken, beziehungsweise mit einer Maske. Es stört nach einer Zeit. Ich kriege Kopfschmerzen und ja. Und wollen Sie noch jemanden grüßen? Ja, meine Freunde. Falls es meine Mama in der Schweiz sieht, sie auch. Ja, danke. Danke für das Interview und tschüss. Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute erzählen wir euch. Abonnieren. Und abonniert. Wie heißt das? Ihr kriegt alle einen Sticker, wenn ihr. Und Laurent Harich, abonniert ihren Kanal. Und heute fragen wir einen Junge über die Maßnahmen von Coronavirus. Ja. Und wie viele Masken besitzt du? Ich besitze 2 Masken. Kommen wir jetzt zu der zweiten Frage. Wenn du die Maske tragst, stört dich das öffentlich oder unterwegs? Naja, also es nervt, dass man die Masken trägt. Man schwitzt mehr und ja, es nervt. Aha. Stört die Maske, wenn du das länger hast? Also jetzt angeblich sollte mal am 3. Juni
die Masken nicht mehr tragen in Geschäften und in den Schulen. Also theoretisch könnte man dann frei von Masken sein, da muss man sie nicht tragen und so. Aha. Okay. Grüßt du jemanden noch ins Video? Ich grüße meine Mutter und meine Geschwister. Aber okay. Hey, warte. Bevor ihr das Video zu Ende bringt, habe ich noch ein wichtiges Interview für, also Frage an euch. Ja, wie findet ihr eigentlich Corona? Schreibt mal in die Kommentare. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Corona nicht gut findet. Schreibt mal, ob ihr die Corona gut, schlecht oder gut, keine Ahnung. Und liked das Video und schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet oder wie ihr so öffentlich spaziert oder wenn die Maske euch nervt, dass ihr keine Luft bekommt. Oder ihr könnt gerade in die Kommentare schreiben und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss. Folgt ihm auf Instagram. Almir_mkd_. Leute, abonniert den auf Instagram. Reim__180. Abonnieren und liken. Und mich auf YouTube und auf Instagram. Ich heiße Neki Stefan. Okay? Ja. Peace. Peace. Ciao.